Hallo liebe Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Am 24.06.2021 hat Microsoft das neue Betriebssystem Windows 11 vorgestellt. Videos mit den neuen Features von Windows 11 gibt es schon tausendfach auf YouTube. Und deswegen reden wir heute mal über das, was euer System leisten muss, damit ihr Windows 11 darauf installieren könnt. Denn da hat sich einiges im Vergleich zu Windows 10 getan. Was genau, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich wollte euch nicht mit einem weiteren Feature-Video zu Windows 11 nerven, weil es da schon super viele auf YouTube gibt. Und ich finde, dass von allen Neuerungen nur drei wirklich spannend sind. Und wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann sage ich euch das, aber in einem anderen Video. Und wenn ich das machen soll, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. So, genug gelabert, kommen wir zum eigentlichen Thema. Microsoft hat eine Liste veröffentlicht, in der die neuen Hardware-Anforderungen zu Windows 11 oder für Windows 11 drinstehen. Und im Vergleich zu Windows 10 sind die tatsächlich höher. Hier mal kurz zum Vergleich. Als CPU braucht ihr jetzt eine 64-Bit Dual-Core-CPU mit 1 GHz. Bei Windows 10 hat noch nur 1 GHz CPU im Single-Core gereicht und die könnte auch noch 32-Bit sein. Für Windows 11 braucht ihr tatsächlich eine 64-Bit CPU, da es Windows 11 nur in einer 64-Bit Version geben wird. Warum es die 32-Bit Windows 10 Version gab, weiß ich bis heute nicht. Ihr braucht insgesamt 4 GB Arbeitsspeicher für Windows 11. Bei Windows 10 hätte 1 GB gereicht für die 32-Bit Version und 2 GB für die 64-Bit-Version. Richtig was getan hat sich beim Festplattenspeicher, kam Windows 10 noch mit 32 GB aus, braucht ihr für Windows 11 64 GB, also das Doppelte. Dann braucht ihr für Windows 11 eine DirectX 12-fähige Grafikkarte. Bei Windows 10 reichte noch eine DirectX 9 Grafikkarte. Als Display braucht ihr eine mindestens 720p Auflösung, was etwa HD Ready entspricht, also dürfte eigentlich auch mittlerweile jeder haben. Für Windows 10 reichten 800x600 Bildpunkte. Spannender wird es dann beim BIOS, das muss UEFI und Secure Boot aktiviert haben. Das haben viele vielleicht nicht. Und ihr braucht einen TPM-Chip in der Version 2.0 für Windows 11. Alles im Allen ist das eigentlich kein Problem. Wenn euer PC vielleicht maximal 3 Jahre alt ist, ist er älter, wird es vielleicht schwierig oder ihr müsst einige Einstellungen vornehmen, damit Windows 11 auf eurem PC läuft. Dann kursieren im Internet Meldungen, dass Intel-Prozessoren nur noch ab der 8000er-Reihe und Ryzen-CPUs ab der 2000er-Reihe funktionieren und außerdem werden nur Grafikkarten mit DirectX 12 unterstützt. Das allein wird jede Menge Geräte aussieben, auch hier bei mir im Haus, die vielleicht ein bisschen älter sind. Aber es ist ja in Microsofts Interesse, dass Windows 11 auf möglichst vielen Geräten läuft, weil sie dadurch Geld sparen bzw. weniger Aufwand haben, Windows 10 zu pflegen. Mit einem Blick auf die Mindestanforderungen und den unterstützten CPUs gibt es eine Diskrepanz zwischen den unterstützten CPUs und der geforderten Leistung. Ich meine, wie lange gibt es schon Dual-Core-CPUs mit 1 GHz? Ich glaube, die erste Dual-Core-Intel-CPU hatte eine Taktfrequenz von 1,06 GHz. Und die ist aus dem Jahre 2006. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Und auch 64-Bit-CPUs, die gibt es schon seit den 60er Jahren tatsächlich, also 1960, sind mindestens auch seit 2005 Standard oder für Normal-User zugänglich. Und was anderes wird auch gar nicht mehr produziert. Und ich gehe auch stark davon aus, dass ihr Windows 11 installieren könnt, wenn ihr eine Grafikkarte haben solltet, die nicht DirectX 12 unterstützt. Dann könnt ihr halt andere Funktionen in Games oder sowas nicht nutzen. Generell sollte das auch kein Problem sein, wenn ihr zum Beispiel einen Windows 10 PC habt, dann wurde DirectX 12 mitgeliefert, weil DirectX 12 gibt es seit 2015 und wir haben 2021, das ist 6 Jahre her. Was eigentlich mit den Hardware-Anforderungen gemeint ist, die Microsoft da veröffentlicht ist, betrifft eher die Hardware-Hersteller. Denn die dürfen, wenn die Hardware-Anforderungen an Windows 11 von den Herstellern nicht erfüllt werden, keinen Windows 11-Sticker aufs Gerät machen. Und das ist der einzige Hintergrund. Problematischer wird es vielleicht mit dem TPM-Chip. TPM steht für Trusted Platform Module. Und das ist ein Chip, der wird schon seit 2014 auf Mainboards verlötet. Der ist für allerlei Sicherheitsfunktionen im Zusammenhang mit Lizenzmanagement, Datenschutz und so einem Scheiß verantwortlich. Und der ist teilweise deaktiviert bei einigen Geräten, ist aber nicht schlimm, den könnt ihr aktivieren. Ob der Chip bei euch vorhanden ist, könnt ihr einfach feststellen, indem ihr in die Suchleiste unten tpm.msc eingebt und da bekommt ihr dann allerlei Informationen zu dem Chip und sollte der Chip hier nicht auftauchen, kann es sein, dass er deaktiviert ist und dann müsst ihr ihn halt erst im BIOS aktivieren. Und generell müsst ihr vielleicht im BIOS einige Einstellungen vornehmen, die nicht unbedingt Standard sind. So müsst ihr zum Beispiel im BIOS das UEFI aktivieren und den Secure Boot. Das kann sein, dass tatsächlich bei euch aus ist. Ob das bei euch gegeben ist, erfahrt ihr, wenn ihr unten in die Suche MSInfo32 eingebt. Dort steht dann euer BIOS-Typ und ob der sichere Start aktiviert ist oder nicht. Sollte das nicht der Fall sein, dann könnt ihr das natürlich in der Regel ebenfalls dort aktivieren. Vorsichtig wäre ich beim UEFI BIOS, weil das könnt ihr nicht einfach so aktivieren. Aktiviert ihr das einfach, dann kann es sein, dass euer PC nicht mehr startet, weil er
im Masterboot-Record ein bisschen was anderes geschrieben hat als über 32-Bit-Boot. Falls da Bedarf besteht, zeige ich euch natürlich gerne in einem extra Video, wie man das BIOS richtig einstellt, um damit Windows 11 installieren zu können. Wenn ihr generell einfach wissen wollt, ob euer PC Windows 11 kompatibel ist, dann könnt ihr euch einfach von Microsoft das PC-Health-Tool runterladen. Das ist kostenlos und das macht einen kleinen Check und prüft, ob alle Einstellungen gegeben sind und spuckt euch dann die Meldung aus, ob euer PC dafür geeignet ist oder nicht. Den Link zum Tool findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und sollte euer PC nicht kompatibel sein, dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren, denn hier erfahrt ihr unter Garantie, wie ihr Windows 11 auf eurem PC installieren könnt. Und später kommen dazu natürlich auch Videos, was man da alles einstellen kann, wie man es tun kann und so weiter und so fort. Ansonsten würde ich erstmal sagen, das war's mit diesem Video. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die scheiß Glocke zu aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich und garantiert beim nächsten Mal. Ich sage, haut da rein. Bis dahin. Ciao.